Heute bauen wir einen riesigen Kameraarm, der alle Probleme klassischer Stative in den Schatten stellen wird. Bleibt also dran, denn es geht direkt los. Der YouTuber Art Chappell hat einen Kameraarm entworfen, der angeblich mit Profi-Kameraarmen im Wert von bis zu 10.000 Euro mithalten kann. Wir prüfen darum, ob er das wirklich kann und wie teuer das Material war und wie gut Thomas die Teile nachgebaut hat. Und am Ende gibt es noch ein leckeres Cream-Topping, bleibt also auf jeden Fall bis zum Ende dran. Wir haben wochenlang an drei 3D-Druckern über 8 Kilo Filament verbraucht. Über 60 Teile sind dabei rausgekommen. Die bauen wir jetzt zusammen. Let's go. So, aber bevor wir starten, erstmal die Frage, wieso brauchen wir denn überhaupt einen neuen Kameraarm? Also bisher filmen wir damit und jedes Mal, wenn wir die Höhe verstellen wollen, müssen wir alle von diesen blöden Scharnieren hier aufmachen. Da sind die teilweise verschieden hoch und das Ding wackelt dann am Ende und so. Und es ist einfach sehr zeitintensiv. Okay, verstehe ich. Und was kann dieser 10.000 Euro Arm besser? Lass mich dir erklären. Also, der Arm hat zwei Achsen, und zwar hoch, runter. Die stehen dann nachher so, ja? Ja, und so. Ja, das hier ist dann quasi seitlich. Da vorne hängt dann die Kamera dran und fährt dann links und rechts, vorne zurück und hoch, runter. Und ja, wir starten mit dem hoch, runter. Damit die beiden Schienen parallel sind, sind sie mit diesen Abstandshaltern verbunden. Davon gibt es mehrere. Damit die halten, sind die von innen mit diesen Blöcken verschraubt. Übrigens haben wir das schon alles fertig vorgesägt beim Nachbar drüben an der Metallsäge. Also das hier und auch die Füße. Das könnt ihr jetzt kurz sehen. Wir müssen jetzt Löcher bohren und alles verschrauben. Also erklär es mir noch mal kurz. Wir schieben dieses Teil nachher in das Profil innen rein. Und damit wir hier diese vorgebohrten Löcher nachher nutzen können, genau, oder vorgedruckten Löcher, brauchen wir hier jetzt entsprechend die Löcher in dem Profil. Genau. Gut, go. So, spannend wird's, weil, auch wenn der Thomas nicht möchte, dass ich sage, die Teile da nicht reinpassen. Okay. Ich bin nicht überzeugt. Das muss so laufen jetzt. Sesam, geh an. Ja, theoretisch 2 mm. Was meinst du? Das kann schon ein bisschen Spiel haben, minimal. Ich muss jetzt hier Löcher bohren. Und da das ja irgendwie eine Schablone für an der Kante ist, pass auf, hab ich Folgendes vorbereitet. Wow. Hier diese Blöcke. So, und jetzt habe ich einmal ein Loch mit 13 mm Durchmesser, weil der Schraubenkopf muss ja da durch. Ich bohre mit 13 mm hier durch und dann das zweite Loch mit dem 8er Aufsatz hier. So, und jetzt hast du das hier angezeichnet und dann fährst du es genau. Das ist ja geil. Genau, zwing es fest und schraub einfach rein. Ich bin froh, wenn das Thema erledigt ist. Ich bin so froh. Zum Glück ist es gerade mal das erste Viertel der Bohrung. Und was ist das für ein Bohrer gerade? 12er. Also vorletzte. Danke, weil mit auf 13 zählen habe ich nicht so. Aha, so geht es. Aha. Ja. Ein Master der Technik. Dafür kein Lob. Wir hätten so wenig Spaß am Bohren gehabt, ich sag's dir. Mhm. Ich lieb's eigentlich gerade. Ja? Mhm. Ich würde mit deinem Kopf, ich hätte gerne erstmal auf so ein zustimmendes Nicken. Aber das sah so schlimm aus gerade. Guck mal, jetzt können wir hier die Dinger da reinstecken. Die müssen theoretisch passen. Alles gut? Ja.
Also ich finde, dafür, dass es gerade so schlecht lief, ist es wieder einfach geil. Wenn ihr nicht den ganzen Tag im Gym sitzen wollt, sondern geilen Content haben wollt, lasst ein Abo da und einen Daumen nach oben wäre geil. Glocke und so macht man auch, glaube ich. King Kong. Fakt ist, dass es wesentlich anspruchsvoller war, als wir gedacht haben. Aber wir haben es geschafft. Es ist fertig. Es waren Blut, Schweiß und Tränen. Ich bin froh, dass es passt. Und jetzt machen wir das Gleiche nochmal mit mehr Schrauben und kaputteren Führungen. Noch kaputtere Führungen. Ja. Viel Spaß. Lass das durchziehen. Ich will das fertig haben. Das hätte schon von Anfang an gepasst, ich sag's dir. Ich muss dir sagen, die bahnt sich einen Weg. Ja. So, die Arme sind jetzt fertig. War jetzt doch mehr Arbeit als gedacht. Aber das Ergebnis kann sich sehen lassen. Mal schauen, ob es später noch passt. Nächster Schritt, Bodenplatte. So. Das ist die Bodenplatte, die ist 3 cm stark. Und mit dieser Vorlage können wir alle Löcher anzeichnen und vorbohren. Perfekt, dann kleben wir die jetzt da drauf, bohren alle Löcher vor und sägen dann die Platte rund. Ja, und danach machen wir noch die Räder dran. Perfekt. Ja, der passt genau, das ist 1:1 genau da drauf. Okay, das geht eigentlich ganz gut. Jetzt können wir den durchbohren. Achter. Der sägt. Schnick, schnack, schnuck. Schnick, schnack, schnuck. Hast du gewonnen? Ja. Go for it. Das heißt, ich muss sägen, oder was? Mittelrund. Man sagt dazu auch oval. Ging schneller als gedacht. Ja, war easy, oder? Nächster Schritt, Füße montieren. Das machen wir gleich. Perfekt. Der Grundträger wird mit dieser 3D-gedruckten Platte an der Bodenplatte befestigt. Und mit diesen Füßen und diesen Stangen zusätzlich gestützt. Perfekt. Und dazu müssen wir jetzt in diese Metallhalter noch Löcher bohren. Genau. Let's go. Let's go. Okay. Hier geht's ganz gut rein. 1, 2, 1. Das war's, oder was? Okay. Dann schrauben wir es jetzt mal auf das Brett hier drauf. Lass mich mal festschrauben. Nee, ich bin davon nicht überzeugt. Also hier passt gar nicht, da passt gar nicht, da passt auch gar nicht. Hier müssen wir noch kurz locker machen. Aber das ist ja richtig schlecht, was wir hier gemacht haben. Ja. Pass mal auf, Sani, wir machen es anders. Wir machen die Mitte fest, stellen das hin. Und dann? Und dann markieren wir die Löcher richtig. Also vielleicht, um das mal festzuhalten, gedacht war es, dass alles so aussieht. Aussehen tut es jetzt so. Und hier ist der Push gerade im Gange. Plan, Wirklichkeit. Da kann noch eine Standard-Push-Schraube rein, Dani. Die Standard-Push-Schraube.
Wieso darfst du immer die Sachen machen, die Spaß machen? So vielleicht? Der Beton. Ist drin? Weiß ich nicht. Das war so entspannt. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich habe nie gedacht, dass wir je so weit kommen. Okay, Dani, ich habe vorhin schon die Lager hier montiert. Das kannst du jetzt kurz anschauen, in diesem kurzen Rückblick. Okay, damit die Schlitten nachher auf den Schienen fahren können, müssen wir hier rein noch jeweils zwei Kugellager, eine Unterlegscheibe auf jede Seite und dann eine Schraube machen. Und das machen wir jetzt 1, 2, 3, 4, 16 Mal. Das ist immer diese Schraube, dann zwei Kugellager, dann eine von diesen Unterlagscheiben und am Ende noch eine Mutter. Ja, scheint zu funktionieren. So, das erste Teil ist fertig. Lager, 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 Lager. Drei weitere to go. Unterlagscheibe, Kugellager. Schraube weiter reindrehen, bis es gerade so übersteht. Noch ein Kugellager halb rein. Die Scheibe da so irgendwie reinpressen. So, das waren's. Alle vier sind verschraubt. Okay, und später können wir das noch verstellen. Und zwar, dass der Abstand auf der Schiene perfekt passt. Und damit die Verstellung nicht verrutscht, können wir hier nochmal solche Muttern reinschrauben, um dann die lange Schraube zu kontern. Das müssen dann die hier sein. So, das war's mit der Vormontage. Alles ist fertig. Es sind hier jeweils an allen Seiten Lager und hier immer ein Schräubchen mit einer Mutter, die am Ende auf die Schraube presst, die durch die beiden Teile durchgeht. Und damit können wir das an der Schraube fixieren. Ja, damit steht der finale Montage nichts mehr im Wege. Zurück zu Dani und mir. Cool. Also um nochmal das Ganze zusammenzufassen. Diese beiden Teile kommen gemeinsam auf die Schiene und das ist das Teil, das nachher hoch und runter fährt und unseren Kameraarm bewegt. Perfekt. Und wie du gesagt hast, hier kommen diese Bremsen rein, wo man nachher mit diesen Stellschrauben von außen Druck ausüben kann, damit das Ganze arretiert wird. Ja, das sieht gar nicht so schlecht aus. Und dann kommt das hier rein. Innen ist schon eine Kontermutter drin. Die ist auch, die hat er auch gegriffen. Sehr gut. Dann kommt diese Bremse innen rein. Und übt nachher entsprechend den Druck aus auf das Teil. Diese Einrastdingsies, wie sie der Fachmann nennt, tauchen hier innen auch wieder auf. Sehr gut. Dani, wir sind kurz davor, es einzubauen. Jetzt nämlich. Ich gebe es ja, ich fände es ein, okay? Okay. Der Rest schleift sich ein. Vielleicht die waren so schön ganz unten. So, tiefer, 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 tiefer. Okay, das ist fett. Okay, jetzt muss das noch alles tighten. So, Freunde der Sonne, unsere Kameraarme funktionieren. Wir können hoch, wir können runter, wir können links. Und wir können rechts. Da das Ganze aber super schwer ist,
brauchen wir noch irgendwie ein Gegengewicht. Und das kommt im nächsten Schritt. Schon ein riesen Teil, was hier rumsteht. Da werden wir dich nachher aufhängen. Oh, das passt aber sehr gut da rein. Das war eine sehr gute Idee mit dem Tape. Jetzt ist drin. Irgendjemand muss da jetzt hoch. Ich will da hoch. Ich war so froh. Das funktioniert. Jetzt musst du unten das auffangen und durch dieses Loch. So, jetzt können wir eigentlich den Gewichtstest machen. 11, 10, irgendwas. 10, 10 Kilo. Was wiegt das Ding? Jetzt müssen wir es rausfinden kurz. Hier. Zu schwer. 11,6. Das passt schon. Notfalls hängen wir noch ein Gegengewicht einfach an das. Oder denkst du ab bei Dennis drüben. Falls das Gewicht nicht reichen würde, könnten wir da noch mehr Gewicht reinfüllen. Zieh es einmal dran hoch. Hier ist er fest. Lass mal abschneiden hier. Was der beste Weg ist, das zu machen. Ja, okay, dann warte, dann machen wir uns direkt so ein Ding rein. Ja, das muss ganz hoch und da geht es schwer rein. Da muss ich das hochstehen. Mach ein bisschen Konterding rein, einfach schnell. Gar nicht übertreiben. Kann man es hier ein bisschen ausmitteln. Okay, das war's. Der Kameraarm steht. Jetzt gibt's mal kurz den aktuellen Zwischenstand. Und dann montieren wir das iPhone. Zwischenstand. Huhu. Diese Position wäre vorher nicht möglich gewesen. Oder diese Position. Oder diese Position. Oder diese Position. Oder ganz einfach diese Position. Und jetzt bekommt ihr noch kurz eine Übersicht über die Kosten und dann das fertige Ergebnis. Viel Spaß. Let's go. Lass uns noch mal ein paar Stunden zurückgehen. Wir haben jetzt alle Teile hier, die wir heute brauchen werden. Die Frage, die wir am Anfang gestellt haben, wie viel Euro kostet uns dieser Arm? Ist er vergleichbar mit einem 10.000 Euro Arm? Also die Frage, wie viel kostet er uns denn an Material? Was ist das teuerste, was wir ausgegeben haben? Okay, also alle Schrauben, die du siehst, alles aus Metall, alle Muttern, die Räder, alles, was quasi kleines Metall ist, waren ungefähr 258 Euro. Das Aluminium, sprich diese langen Führungen und die Beine, 155 Euro. Dieser Metallblock, der nachher das Gegengewicht ist, ungefähr 60 Euro. Das Zement für das Gegengewicht des Kameraarms, 30 Euro. Das Holz war Restholz, kostenlos. Der Druck für die Vorlage 10 Euro, diese beiden Rohre für die Führung des Gegengewichts 30 Euro, das ganze Filament ungefähr 174 Euro. Der Strom für die Drucker ist mal außen vor gelassen, keine Ahnung, vielleicht 10 Euro. Damit kommen wir in Summe auf 721 Euro mindestens. Und so sieht das Ganze aus unserer Perspektive aus. Wir haben hier das iPhone und da oben unser Cream Topping iPad. Yay! Damit wir auch sehen, wie gut wir aussehen. Hier noch zwei Powerbanks, dass das ganze Geraffel auch ohne Stromanschluss funktionieren kann und wir frei rumfahren können. Und, Dani, lass mir dir zeigen, ich kann jetzt hier nach Belieben die Höhe verstellen. Runter, hoch und das Ganze auch vor- und zurückschieben. Und damit wirklich jede beliebige Position von diesem ganzen Arm einstellen. Und wenn ihr sehen wollt, welche weiteren Positionen wir mit diesem Kameraarm einstellen können, lasst uns einfach ein Abo da. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr auch so einen unfassbar unnötig großen Kameraarm bauen würdet. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.